Dankeschön. 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 Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Late Night Gaming heute am 14. Januar 2021. Heute ist Donnerstag, somit die letzte Sendung der Woche. Morgen ist offiziell das Wochenende. Und ich habe heute Lust, mal wieder Fortnite zu spielen. Aha. Ich habe heute mal wieder Lust, Fortnite zu spielen. Also ich habe ein bisschen Zeit heute mitgebracht. Die erste Runde fängt heute nicht, wie sonst üblich, um 22 Uhr an. Die erste Scrimrunde, sondern um 22.15 Uhr. Deswegen habe ich noch 10 Minuten Zeit. Was machen wir jetzt hier in den 10 Minuten? Was kann man da jetzt machen? Ich kann gerne erzählen, was heute so in Fortnite passiert ist. Also ein Update gab es nicht, das gab es gestern. Mit der neuen Hebelschrotflinte, die ich gestern auch kurzzeitig mal angespielt habe. Heute gab es ein heiße Solo Griefges Squad Turnier. Das war sehr low, fand ich. War wirklich low. Das war wirklich nicht gut. 12 Matches konnten darin gespielt werden. Das war halt ein Turnier, wie es. Ich hab schon mal so einen Modus, ne? Also es gibt Lava, diese Lava steigt nach und nach. Wenn man natürlich in diese Lava reintritt, kriegt man Schaden. Gab eine Harpune als einzige Waffe. Die hat einen Schaden gemacht. Es war einfach ein weirdes Turnier, keine Ahnung. Es ging halt viel um Movements. Die Lobbys waren halt stacked immerhin, weil halt niemand getötet werden konnte. Also du musstest die Leute halt pickaxen, damit die sterben. Aber es war ein ganz komisches Turnier. Ich weiß, ich würde das gerne so nie wieder spielen. Lieber normale Turniere, wie zum Beispiel Dreamhack oder was weiß ich, irgendwelche Trio-Turniere, die demnächst auch wieder stattfinden. Das war sehr komisch. Richtig komisches Ding. Also, bitte nicht nochmal sowas spielen. Ansonsten weiß ich nicht, die Top 800 Platzierten aus diesem Squad-Turnier haben dann den Grief-G-Skin für umsonst bekommen. Top 800 haben wir, denke ich mal, nicht geschafft. Wir haben nämlich, glaube ich, nach 10 Games oder so aufgehört zu spielen. Ansonsten weiß ich nicht, kann ich nicht viel sagen. Wir gehen rüber, gucken uns den Shop an. Ich werde vielleicht noch eine kleine Runde Public spielen in Tilted Land, die neue Shotgun nochmal austesten. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Ich habe nichts zu erzählen. Hallo. Ich weiß noch nichts. Was soll ich machen? Hey, 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 hey. Hallo, herzlich willkommen. Wo haben wir den Shop nochmal? Ist der hier oder was? Der Shop? Nee, warte mal. Da ist er. Da ist der Shop. Da ist der Shop von heute. Ja, gut, was soll ich sagen? Das sind alle Skins, die es so wahrscheinlich schon 20.000 Mal gab im Shop. Diese Eiskönigin hier vorne, das ist natürlich ein Skin, wo ich ganz ehrlich sagen muss, der ist wirklich nicht hässlich, passt auch überhaupt gar nicht zur Jahreszeit aktuell. Von daher weiß ich nicht, was der hier macht, keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Und der ist toll. Also habe ich auch nicht. Oh, der ist nicht so toll. Der ist nicht so toll. Was hässliche Skins. Eieiei. Wir haben noch Zeit. Ihr habt noch 5 Minuten Zeit. Ich geh nochmal rein nach Salty Towers. Die neue Shotgun habe ich weiterhin bisher noch nicht wieder gespielt. Scheinbar gibt es diese Shotgun, ja, in so einem Modus wie Arena. Doch nicht. Ich hab gestern gesagt, diesen Shotgun gibt es im Arena-Modus. Hab sie aber bisher noch nie gefunden da. Könnte ein Indiz darauf sein, dass es die gar nicht gibt im Arena-Modus. Könnte darauf hinschließen.
hinlaufen, was weiß ich. Ich hatte auf jeden Fall die Information, dass es das Ding da gibt, aber naja, ist auch egal. Ist doch auch egal. Ist doch scheißegal. Warten auf Server. Ich warte schon lange auf den Server. Ich warte schon ganz lange auf den Server. Ey. Jungs. Warum ist der... Warum ist der Schreibtisch hier so zerkratzt? Wer saß hier? Warum ist der Schreibtisch so zerkratzt? Kann das mal jemand sagen, ganz kurz. Der Schreibtisch ist zerkratzt. Da sind kleine Kratzer drauf. Ich war's nicht. Ich mach hier nichts. Ich spiel hier nur. Ich spiel hier doch nur. Tatsächlich habe ich mich heute nicht drum gekümmert um diese neue Grafik und spiele tatsächlich immer noch dieselbe Grafik wie gestern auch. Das heißt die Handy-Grafik. Weiterhin keine tolle Auflösung vom Rasen, vom Sand oder von irgendwelchen Steinen. Ebenfalls die Buildings werden sehr, sehr kurios angezeigt. Aber ich werde es heute nochmal genauso testen, vielleicht nächste Woche wieder anders. Keine Ahnung. Vielleicht denke ich mir am Wochenende, oh, das geht mir jetzt aber ganz schön auf die Nerven, so, das möchte ich bitte nicht so weiter spielen. Kann gut sein. Ich werde es jetzt erstmal heute noch so spielen für mehr FPS. Oh shit. Kommt der nicht weg? Neue Shotgun. Chest. Oh, nee. Das Medikament kommt gerade rechtzeitig. Ich werde ihn umpulen. Alter. War das ein Headshot? War das ein 83er Headshot? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. War das ein 83er Headshot? Dann ist die Waffe, weiß ich nicht. Ich habe verschiedene Meinungen gehört bisher über diese Waffe. Viele, nicht viele, aber ein paar Leute sagen, hey, das ist eine gute Waffe, eine richtig tolle Waffe. Gut, dass es die nicht im Arena-Modus gibt, gut, dass es die nicht in Turnieren gibt, wäre viel zu stark. Andere sagen, hey, ist eine richtig schlechte Waffe, Tech verteilt teilweise bessere Hits, schießt schneller und so weiter und so fort. Meinungen sind so ein bisschen gespalten über diese Waffe und ich weiß gar nicht, was ich von der halten soll. Keine Ahnung. Hab sie bisher auch recht wenig gespielt. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Naja. Kann nichts machen. Kann nichts machen. Laden des Inhalts. Nein, bitte jetzt nicht so ein Bug.
Ja, cool. Cool. Tatsächlich findet genau das Turnier, was heute halt im Squad-Modus stattgefunden hat, morgen um wie viel Uhr? 18 Uhr ist das? 18 Uhr. Morgen um 18 Uhr tatsächlich auch nochmal im Solo statt. Der Controller-Stab war ganz interessant. Also man hat diesen Skin in-game in dem Cup schon spielen können, wenn man so ein gewisses Item halt einfach hat. Also so ein Fisch, so ein goldenen Fisch, der halt irgendwie One-Shot war, keine Ahnung. Damit konnte man so auf Gegner werfen und die waren dann einfach tot. 200 Schaden hat das Ganze gemacht. Man konnte diesen Skin schon spielen. Und die Controller-Hacke, die war interessant. Aber ansonsten weiß ich nicht. Gut. Würden die mir, glaube ich, trotzdem nicht kaufen, wenn die im Shop reinkommen würde. Was sie sehr wahrscheinlich tut am Wochenende. Am Wochenende gibt es das ganze Paket Skin und Rückenteil und so weiter und so fort. Gibt es alles im Shop. Erhältlich. Er kriegt keine zweite Lobby mehr voll. Ziemlich sicher nicht. Okay. Oh Mann. Das dauert wieder. Das dauert wieder lange heute. Ich bin aber in der Erstlobby, ne? Naja. Ja klar, ich bin aber in der Erstlobby. Sehr gut. Oh, Headshot Snipe, let's go. Alter. Ja, ich habe das Gefühl, ich kann seitdem ich diese andere Grafik spiele, kann ich schlechter editieren. Kommt nicht mehr so locker und leicht von der Hand weg, das Editieren. Ist natürlich überhaupt gar nicht gut, das gefällt mir nicht. Kann aber auch einfach nur an meinem Kopf liegen. Kann was Mentales sein. Was da?
Wird auch hier irgendwo jemanden fliegen, oder nicht? Da vorne fliegt jemand, okay. Ich habe leider keine Waffe. Normalerweise ist in diesem kleinen Unterschlupf sonst immer eine Waffe drin. Diesmal nicht, habe aber Glück, dass hier vorne niemand gelandet ist, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich tot. Oh nein. Wie ärgerlich. Ja, glaube ich, einfach gut jetzt. Ja, das sieht schon weird aus. Das sieht schon ziemlich weird aus hier. Oh mein Gott. Naja. Ist Sweaty Sands mal wieder uncontested? Ist hier niemand mitgekommen? Glaube ich nicht. Ne, da vorne ist schon gebaut. Nee, kann auch nicht sein. Sweaty Sands ist immer jemand. Sweaty Sands kann nicht unbelootet sein. Das ist eigentlich nahezu unmöglich. Habe ich auch jetzt mal gesagt, Sweaty Sands ist, glaube ich, einen der größten Loot-Unglücke mit. Denkt man mit Züge Towers und wer ist das andere Ort da? Feldpark. Der Feldpark ist gar nicht so groß. Naja, ist auf jeden Fall sehr groß vor die Sets. Alles egal. Warum habe ich nur 200 Eisen? Das ist wenig. Das Auto jetzt so ein bisschen jetzt eine Schramme reingefahren. Wollte ich natürlich nicht. Das Auto jetzt kaputt gemacht habe. Nice. Ich bin tatsächlich gespannt, ob ich überhaupt die taktische Vorfinde jetzt noch spielen kann, weil ich habe, glaube ich, den ganzen Tag heute noch nicht einmal mit der taktischen Truppe gespielt. In diesem Turnier gab es halt gar keine Waffen. Deswegen konnte ich logischerweise auch mit keiner Waffe dort schießen und auch nicht mit der taktischen Truppe. Aha. Danach war ich ein bisschen im Kreativmodus unterwegs und auch da habe ich nicht mit der taktischen Schrotflinte geschossen. Das ist also jetzt gleich wahrscheinlich das erste Mal, dass ich mit der Tech-Horde schieße. Oh Mann, was? Richtig guter Spieler mit der Harpune. Ich nehme tatsächlich eigentlich nie eine Harpune mit. Hat wahrscheinlich den Grund, dass Movement-Items und so weiter halt vorgehen vor der Harpune. Aber eine Harpune kann sehr, sehr stark sein im Late-Game, wenn man keine Mets mehr hat. Wo man sich einfach die Mets ranziehen kann, die halt random irgendwo rumliegen. Weil dort ein Gegner gestorben ist. Harpune kann eine sehr, sehr. Kann spielentscheidend sein am Ende sogar. Wenn ein Gegner stirbt und er hat da noch 1000 Mets liegen lassen,
Ja, dann bekomme ich die einfach. Würde mich drüber freuen. Deswegen gucken wir das jetzt gleich mal an. Das ist Leute. Mit Charge Shotgun. Das. Ja, sorry, du hast auf mich geschossen. Ja, zurück, oder? Jetzt tatsächlich der. Kommt er auf mich zu, schieße ich auf ihn. Ja. Ja, ich habe schon wieder die Japonen nicht mitgenommen. Aus genau diesem einfachen Grund, weil ich halt wieder Movement-Item gefunden habe. Mit den Shockwave. Anna. Aus genau dem einfachen Grund. Ja, was soll man denn machen? Was soll man denn machen? Was soll ich denn machen? Muss ich erstmal noch 400 Meter laufen, ohne Schaden zu bekommen. Schön. Also die Steps sah ich anders an, ne? Das nicht unbedingt, nein, nein, nein. Warum? Diese Einstellung, warum geht die jetzt nicht mehr bei mir? Es gab eine Einstellung, die ist vor Wochen ins Spiel reingekommen und auch das geht, seitdem ich diese Grafik spiele, nicht mehr. Ein Pre-Edit machen. Dann rausgehen, da reingehen ins Baumenü, Pre-Edit ist weg. Nein, nein, nein. Einstellung funktioniert nicht mehr, ist kaputt. Schade. Kleiner. Möchte ich jetzt nicht. Ich guck gleich nach. Diese Brücke wäre sehr interessant. Oh Gott. Diese Brücke wäre sehr interessant zu replacen, aber ich werde jetzt nicht in dieser Zeitspanne 800 Meter zurücklegen können. Da bräuchte ich ein Auto für, habe ich jetzt nicht. Wurde mir geklaut, leider Gottes. Mir wird erstaunlich häufig sogar das Auto geklaut, ne? Hier in vorne. Gestern auch schon, in irgendeiner Runde. Ja, kann ich auf jeden Fall leider nicht machen. Ich habe kein Auto. Komm da jetzt so schnell nicht hin. Das ist ärgerlich. Ich kann aber schwimmen. Schwimmen ist schon mal einiges schneller als... Ist auch nicht viel schneller als laufen. Nee, sorry. Geh dich hier.
20. Charge Shotgun, die ich finde in diesem Spiel. Ich hätte sogar eine lila Charge Shotgun, habe ich irgendwo vorhin gefunden, ne? Geangelt habe ich die, genau, geangelt. Hätte ich sogar nehmen können. Hab mir aber tatsächlich gedacht, nee, Charge Shotgun kannst du sowieso nicht spielen. Finde ich auch, ehrlich gesagt, nicht sinnvoll, eine Charge Shotgun in einem Late Game zu spielen, weil du halt einfach. Also, du kannst diese Charge Shotgun halt doppelt drücken. Der Typ wird mich gleich anschießen. Was habe ich gesagt? Warum? Wer war das? Glitter. Na, ist jetzt egal. Ist jetzt tatsächlich egal. Ich setze mich jetzt hier wirklich hin. In mein Auto. Ja. Letztendlich müsste ich den Berg, weit den Berg hochfahren. Mache ich jetzt auch mit dem Auto. Hier ist ein schöner Weg, hier ist ein sehr schöner Wanderweg. Da kann man richtig gut gehen. Schon auf die lange Laune. Und tatsächlich kann man den auch gut im Auto erfüllen mit diesem Offroader. Ach, dafür liebe ich dieses Spiel einfach. Man solche Sachen machen kann. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Ja, das ist ja. Tatsächlich viel eher schon aussteigen, hab's aber nicht hinbekommen. Komm ich jetzt? Okay. Level 45, Leute. Warum sterben denn immer so viele? Hallo. Hey. Okay. Gut, ich habe 200 AP. Ich habe noch 4 Minis an Biggie. Das ist das Gute daran. Gestern hatte ich, glaube ich, eine Runde, wo ich es falsch gemacht habe. Ich habe 2 Biggies hintereinander getrunken. Das ist natürlich ein völliger Fehler, weil ich mich danach nicht mehr hochheben konnte. War sehr, sehr dumm. Jetzt habe ich es gerade richtig gemacht. Könnte mich jetzt wieder ein weiteres Mal auf 200 HP hochheben und hätte danach immer noch 2 Minis. Gut, so oft möchte ich natürlich nicht unbedingt angeschossen werden. Aber falls es passiert, habe ich da eine gute Lösung dahinter.
Kann ich tatsächlich auch das hier zurück imitieren, oder? Boah. Das Ganze jetzt erstmal ein paar Pünktchen. Wenn es sein muss, auch ein paar Minuten. Solange bis er halt nicht mehr damit rechnet, dass sich das Ganze so. Also, bis er halt einfach irgendwann denkt, ja, das kann er jetzt nicht mehr halten. Solange halte ich das. Aber er wird wahrscheinlich nicht mehr nach unten kommen. Ja. Oh! Dahin? Da? Auf die Brücke? So
so eine weirde Rotation. Oh, dann wahrscheinlich direkt weitergehen, oder? Oh mein Gott. Hä? In der Zone. Oh, es sieht nicht so schlecht. Es sieht extrem schlecht. Okay. Ich möchte dazu noch was sagen. Also, ich finde es natürlich sehr, sehr schön. Ich finde es wirklich gut, dass ich ein bisschen mehr FPS habe. Es fühlt sich ein bisschen cleaner an, auf jeden Fall. Diese ganze Scheiße zu spielen. Nein, diese Scrim-Runde zu spielen, es fühlt sich deutlich cleaner an. Das ist schon mal schön. Aber ich sehe nicht, wo die Zone ist, wo die Zone anfängt und wo die Zone endet. Am Ende im Late-Game, ich sehe es nicht. Ich kann es nicht sehen, wo die Zone ist. Ich sehe es einfach nicht. Es ist unfassbar. Ich kann es einfach nicht sehen. Ich habe gerade, weiß ich nicht, 50 HP abgezogen bekommen von der Zone, weil ich es nicht gesehen habe und natürlich auch durch diese Schüsse, die um mich rumfliegen, auch nicht gehört habe. Nichts. Ich habe nichts verstanden. Nichts gesehen. Das, finde ich, ist ein riesiger Nachteil an dieser Einstellung, an dieser Grafik. Harrison, herzlich willkommen. Unten ist ein Link, aber... Ja. Muss man nicht machen. Jedem seine freie Entscheidung. Genau. Das ist so weird. Das Ganze mal auf 5. Man sieht es nicht. Man sieht es einfach nicht, wo diese scheiß Zone ist. Holy shit. Echt erbärmlich. Das ist richtig erbärmlich, war das. Na ja, gut, ansonsten war es eine interessante Scrim-Runde. Bin ja relativ weit gekommen bis zum Ende. Das Rotieren klappt natürlich von Tag zu Tag immer wieder etwas besser. Also natürlich auch Solo, im Duo und im Trio ist es wieder fünfmal was anderes, weil man noch auf jemand anderes sozusagen achten muss. Ja. Richtig. Vollkommen korrekt. Irgendwas passt hier nicht an den Einstellungen. Irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Bildfrequenz, was ist das? Nein. Das ist alles nicht. Ganz hell. Oh, das ist die Einstellung. Auch sein. Kann auch sein, das ist die Einstellung. Ich weiß gerade nicht, welche Einstellung das ist, dass man die Zone so ein bisschen besser erkennen kann. Ob es Grünblindheit oder Rotblindheit war. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht.
würde schon eher tippen, dass es grün blinkt, aber ich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder blau, weil die Zone ist ja blau. Na. Keine Ahnung. Sion, natürlich kann man kann alle Turniere spielen, die es so gibt. Geht ja nicht immer unbedingt darum, das Preisgeld, was unter den Top 50 besten Spielern aufgeteilt wird, dass man das mitnimmt, das wird sehr unwahrscheinlich sein, dass das irgendwann mal klappt, auch bei mir. Aber allein für den Spaß kann man das natürlich immer spielen. Natürlich. Allein für den Spaß kann man das immer spielen. Also es ist immer. Man spielt ja nicht jedes Turnier immer gleich. Es gibt ja immer manchmal mal gute Tage, manchmal schlechte Tage. Es ist ja immer unterschiedlich, wie man so abschneidet bei den Turnieren. Von daher. Einfach immer spielen. Wenn man Zeit hat, immer spielen, vorher ein bisschen warm machen und fertig ist. Man geht ja nicht immer mit der Ambition ran, da jetzt Millionen mit nach Hause zu nehmen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese Preisgelder auch gar nicht mehr gibt und auch viel zu viele Spieler gibt es mittlerweile, glaube ich, in Fortnite, die wirklich sehr, sehr gut sind. Also diese Competitive-Szene in Fortnite ist so groß geworden. Es gibt tausende Spieler, die einfach viel besser sind als man selber. Es gibt immer einen, der besser ist als man selber. Deswegen, aber immer mitspielen. Ey, vielleicht erwischt man einen guten Tag. Man spielt richtig gut auf im Trio oder im Duo, was weiß ich. Oder auch Solo, keine Ahnung. Kann immer gut sein. Dann vielleicht kommst du mal Topo nach. Was weiß ich. Ja, alles möglich. Also immer, wenn man Zeit hat. So mache ich es zumindest, wenn ich Zeit habe. Meistens nehme ich mir die Zeit sogar, spiele ich auch alle Turniere, die es soweit gibt. Zum Beispiel diese Uhrzeit mit 17 Uhr, an denen die Trio Cups und so weiter immer stattfinden, ist jetzt auch nicht die beste Uhrzeit. Könnte für meinen Geschmack etwas später sein. Gerne auch 19 bis 22 Uhr. Hätte ich mehr Spaß eigentlich dran als 17 Uhr oder 18 Uhr, was weiß ich. Trotzdem. Meistens mit. Macht einfach Spaß. Ja. Punkt. Fertig. Aus. Eine Angelstelle, wer hätte es gedacht? Wir haben eine Harpune gefunden. Eine Angelstelle da. Schade. Ah, Sachen kann man droppen, aber im Inventar nicht verändern. Das macht Sinn. Ja klar. Leuchtet mir völlig ein. Leuchtet ist völlig einleuchten. Also ich kann mein Inventar leider nicht sortieren, wenn ich gerade fahre in einem Auto oder in einem LKW oder was es für Fahrzeuge hier auch immer gibt. Aber Sachen droppen kann man. Sachen. Man kann Sachen droppen. Macht Sinn. Cool. Gut, 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 gut. Da war eine Angestellte da vorne. Dann gucke ich da gleich nochmal vorbei. Meine trüben Augen haben da jetzt gerade nichts verstanden. Aber naja. Was macht er denn?
so ein Spaßdesign. Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch. Das war richtig gut gemacht. Direkt wieder zurückgehen zur Lobby. Aber mir ist er, der hat ja wirklich ein Aim wie ein Brett. Hallo? What the fuck? Wo? Kann man so? Holy shit, also solche Sachen machen immer wieder extrem viel Spaß. Wirklich viel Spaß, aber die Tendenz, habe ich gerade schon wieder gesehen, ging dazu, dass es eine Runde wird, die wahrscheinlich auch hinten raus nicht viel mehr Spaß gemacht hätte. Weil es nicht stacked gewesen wäre. Ne, beide. Es durften beide Spieler durften nicht weiter, haben es trotzdem mal. Also durften nicht schießen. Ja, wir sind noch bei 105 gehittet. Habe ich trotzdem nicht geholt, obwohl ich 200 AP hatte. Ärgerlich. Ganz ärgerlich. Nee, keiner durfte. Die durften beide da, alle. Also niemand durfte fallen. Nee, alle nicht. Das durften sie nicht. Das ist richtig. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Spät diese Hits connecten. Holy shit. Da habe ich ein Pre-Edit drin. Oh. Ne. Passt es nicht. Salty Towers würde ich jetzt gerne landen. Komm. Spiel ich ein bisschen Public, oder? Spiel ich mal lieber so ein bisschen Public. Meistens auch gut. Meistens auch gut. Macht meistens auch Spaß. Die neue Shotgun würde ich gerne noch ein bisschen weiter testen, ein bisschen näher kennenlernen. Die neue Shotgun gerne auch in Blau hätte ich jetzt gerne. In Blau. Blaue Nebenshotgun. Na klar, findet er eine Drachenschrotflinte. Ich weiß nicht, warum stelle ich gerade meine Sachen so um. Ich war irgendwie, bin da nicht mehr zufrieden gerade. Mit diesen Farbeinstellungen. Hm. Ich stelle die einfach mal so ein bisschen durchtesten. Okay, Simon, natürlich kannst du fragen. Natürlich kannst du fragen, was ich sonst noch so mache. Außer jeden Abend Fortnite zu spielen.
Jeden Tag. Jeden Tag so gegen Abend. Allerdings kann ich dir keine Antwort drauf geben. Also, ist jetzt nicht so, dass mir das nicht einfällt, was ich sonst den ganzen Tag so mache. Aber ich sag das einfach nicht. Generell nicht. Ich würde gerne einfach hier nur so ein bisschen Fortnite spielen und über Fortnite reden und über, was weiß ich, andere lustige Dinge. Aber das behalte ich einfach für mich. Ganz genau. Ist jetzt nichts gegen dich als bestimmte Person, sondern jeder, der da irgendwie nachfragt, dem sage ich das nicht. Deswegen. Deswegen. Ja. Tut mir leid, aber ist leider was. Nein, das ist natürlich jetzt nicht so. Ist natürlich nicht so toll, wenn man da keine Antwort drauf kriegt, aber ich behalte das einfach für mich. Ja, ich rede einfach nur über witzige Dinge, wie zum Beispiel Fortnite. Heißt jetzt nicht, dass meine Arbeit nicht witzig ist. Aber das, finde ich, passt hier einfach nicht hin. Gut, haben wir das geklärt. Ich lande wieder in Soldy Towers. Haben wir uns jetzt gegenseitig eliminiert? Wer? Ey, da... Holy shit, was ist das für eine Shotgun? Ey. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Bitte ihn für, was war das, 36? Er war dead. Und ich glaube, er hat mich in demselben Moment auch geholt, weil da war sonst niemand anders. Oder wurde er von hinten oder ich von hinten noch eliminiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Mann. Wir haben uns doch nicht gegenseitig jetzt geholt. Nein, der Blut von der AK ist auch wirklich... Einfach. Hydro 16 gibt's hier. Ja, die gibt's überall. Gibt's die da in einer besonderen Variante in Gold oder was? Wahrscheinlich, ne? Oder? Gold oder lila? Bereit mir, wenn ich die grün hab. Ich will halt einfach mit der Waffe mal ein paar Kills in Salty Towers machen. Aber bitte nicht gegenseitig. Tschö. Er holt mich, ich hol ihn. Das ist ja auch scheiße irgendwie. Völliger Kokolores. Ich möchte nicht. Gegenseitig nicht. Gegenseitig nicht. Ich möchte einfach diese Waffe einfach mal finden und ein paar Kills machen hier in Soldy Towers. Ja. Einfach mal so. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eine Entscheidung getroffen. Die wird ab nächste Woche Montag. Genauso, ne, morgen wird die umgesetzt, aber ab nächste Woche Montag wird man das dann wieder sehen, was für eine Entscheidung ich getroffen habe. Ich,
noch eine Runde fighten hier. Jeder Franz und jeder Hans findet diese Waffe. In blau, in grün, machen wir auch in grau. Ich finde sie nicht. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich gestorben bin. Es war einfach mein persönlicher Fehler. Aber trotzdem war das nicht optimal. Runtergespielt. Ich werde übrigens ab morgen, oder soll ich das jetzt eben noch machen? Mein Game wieder umstellen auf die alte. Die alte Grafik. Ich werde es wieder umstellen. In den Scrim-Runden wird mir das Ganze wahrscheinlich das Genick brechen, weil es extrem lang wird. Aber ich werde das Ganze wieder umstellen. Auf die alte Grafik. Soll ich das jetzt noch eben machen? Nach der Runde, wenn ich tot bin. Oder soll ich eine letzte... Soll ich eine letzte Streamrunde gleich noch spielen damit? Nee, komm. Ich mach's gleich nach der Runde. Ich bin jetzt gleich wahrscheinlich sowieso wieder schnell tot. In Soul die Towers. Ich werde ganz kurz Fortnite neu starten. In der Zeit haben wir bestimmt wieder guten Song dabei. Lil Peep. In der Zeit haben wir Lil Peep dabei. Als, musikalisch unterstütze, das ist gut. Da werde ich gleich mein Spiel wieder umstellen. Auf die alte Grafik. Man hat mehr FPS, das Game sieht schlimmer aus. Und ich habe das Gefühl, ich kann schlechter editieren. Ich gehe gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Ich fight ganz kurz, starte gleich das Game wieder neu. Zehn Minuten habe ich noch Zeit. Es war eine sehr kurze, es war ein sehr kurzes Intermezzo mit dieser neuen tollen Handy-Grafik. Shotgun, oder? Ich hab die neue Shotgun in Grau. Oh, wie nice. Oh, endlich mal. Und greift den ersten Shot. Oh! Oh, ein 126er Headshot. Was eine geile Waffe. Oh. Was eine nice Waffe. Wow. Ich habe keine Metz, um darüber zu gehen. Ich würde gerne. Ich würde sehr gerne, aber es fehlen da diese Voraussetzungen für. Oh, jetzt liegt hier eine graue Tech. Eine grüne Tech. Nein, die spiele ich jetzt nicht. Ich spiele jetzt hier die neue. Na komm.
Gott, das ist der Bot! Die hat einen schönen Sound auf jeden Fall, einen wirklich schönen Sound, die Waffe. Joa. Punkt. Die hat einen schönen Sound dazu. Schönen Sound. Angenehm, angenehmen Sound. Angenehmer Sound. Angenehmer Sound. Medkit brauche ich. Ich will das einfach mitnehmen. So. Brauche ich natürlich Gegner. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wo die nächsten Gegner sein könnten. 4 Kills in Tilted ist ein bisschen wenig, finde ich. Ja, der hat mich wohl ein bisschen gelasert. Glückwunsch. Was hat der denn gejammt? So, wieder zurück auf die alten Einstellungen. Wieder zurück auf die alten Einstellungen. Also, verlassen. Und weg, raus damit. Raus. Raus und bitte wieder starten. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen zu dieser Einstellung? FPS, es bringt ein bisschen was. Kann sein, dass es vielleicht auch nur nicht geleckt hat, weil die Runden gar nicht so stacked waren im Late Game. Es bewegt keine Wunder, diese Grafik. Es bewegt keine Wunder. Du hast minimale FPS mehr. Es kommt zu kleineren Lags, die verschwinden. Also, es ist etwas besser. Minimal ist es verbessert. Man merkt nur einen Unterschied. Leicht. Man sieht aber auch ganz, ganz deutlich, dass das Spiel einfach sehr, sehr... Ich finde es nicht viel schöner, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es sieht nicht so schön aus, das Game. Sieht einfach nicht so schön aus mit dieser Grafik. Ich spiele lieber die alte Standardgrafik und habe dann im Endgame noch mehr Lags. Aber damit habe ich die ganze Zeit schon gespielt. Seit über einem Jahr spiele ich mit diesen Lags. Oder seitdem ich die Scrimrunden spiele, seit über einem halben Jahr auf jeden Fall, habe ich circa 100 FPS im Late Game, wenn die Runden halbwegs stacked sind und so weiter und so fort. Also muss man mit klarkommen. Ich finde, es ist
Es ist noch aushaltbar. Es ist noch aushaltbar. Es ist noch aushaltbar. Von daher werde ich das jetzt auch genauso wieder spielen. Oh, ich freue mich. Wieder die schönen alten Builds zu sehen. Freue mich noch, die schönen alten Builds zu sehen jetzt wieder. Oh, das sieht so clean aus. Oh, Mann. Okay. Der FC Bayern, also die Spieler des FC Bayern, in der nächsten Pokalrunde werden die sich ganz genau anschauen, wie die Ergebnisse da aussehen. In der nächsten DFB-Pokalrunde werden die meisten Spieler wahrscheinlich mit einer Chipstüte auf dem Sofa liegen. Ja. Tatsächlich. Tatsächlich. Und wehe, man lacht. Und wehe, man lacht. Natürlich haben sie gelacht. Natürlich, ich habe das doch gesehen. Natürlich haben sie gelacht. Lach doch an. Natürlich haben sie gelacht. Oh. Es ist so viel cleaner. Sieht vielleicht jetzt nicht viel cleaner aus, aber letztlich liegt das Spiel tatsächlich. Natürlich hat er gelacht. Ich spiele noch eine letzte Streamrunde. In einer Minute beginnt die. Meine letzte Streamrunde werde ich noch spielen, ja. Wieder schön mit Lags jetzt. Aber ist mir egal. Also mit der FPS-Drop. Hier. Re-Edit. Wo ist die Einstellung? Kann mir das mal bitte jemand ganz schnell sagen? Wo ist die Einstellung hier von dem Pre-Edit? Wo ist die Einstellung? Hier nicht. Warum ist das aus? Da, das muss an, ne? Genau, das ist es. Yeah, das ist es. Hä? Nee, jetzt kann ich gar nicht mehr editieren. Hey, what the fuck, das war's nicht. Das war's überhaupt nicht. Nein, ich kann gar nicht mehr editieren. Holy shit. Fuck. Diese Einstellung ist leider, warum ist sie weg? Kann das bitte jemand sagen, wo diese scheiß Einstellung ist? Also das war es nicht. Nein, das hier. Vorbearbeitung. Das war es nicht, weil ich konnte jetzt gerade gar keine Sachen mehr editieren. Ja, vor ihrer... Nee, das ist dumm. Wenn vor ihrer Platzierung nicht bearbeitet, das ist ja dumm. Das möchte ich ja nicht. Oder möchte ich das? Nein, möchte ich nicht. Zum. Gibt aber leider keine andere Einstellung mehr. Nope. Gibt es nicht. Rausgenommen die Einstellung oder was? Passt es nicht. Naja, egal. Ja, das Interview von Thomas Müller war auf jeden Fall witzig. War sehr witzig. Zum Lachen. Natürlich haben sie gelacht. Wir sehen.
und er sieht in der Tat sehr glücklich aus, dieser Smiley. Oh, wir herzlich willkommen, hallo. Moment. Selbst in der Tanztherapie nehmen wir Amphetamin. Ich möchte jetzt sehen, wie das Ingame wieder aussieht. Ich möchte jetzt sehen, wie das ganze Ingame wieder aussieht. Viel besser als vorher. Richtig schön sieht das jetzt aus. Zeig mal her, komm. Oh. Ui, Memo, guck mal. Memo, guck mal. Ui. Ja, kann man auch direkt besser machen, aber ich merke das schon. Was bei mir so geht. Bisschen Fortnite, wie ist das? Und, ich spiele jetzt tatsächlich schon wieder die letzte Runde für heute Abend. Das ist die letzte Streamrunde, das heißt, ich werde jetzt wie immer den Ranzen voll looten, bis ich platze. Dann werde ich wahrscheinlich ein Late Game mit 40 Leuten. Nicht auf dem, also auf der Moving Zone wahrscheinlich so 20 Leute. 20 Leute Moving Zone. Aber es wird trotzdem zu FPS-Drops kommen. Das ist so der weitere Abverlauf. Das heißt, alles ist so ein bisschen sehr unbefriedigend. Aber eine schöne Grafik habe ich jetzt wieder. Ich sehe die Builds richtig schön. Der Rasen sprießt raus. Und ich fühle mich wohl mit dieser Grafik. 1A, hammermäßig. Oh, jetzt geht's rund hier. Jetzt geht's hier. Jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Der ist hinten uncontested, in der Tat, oder? Ich habe jetzt keinen gesehen, der hinten mitgekommen ist. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, da hinten ist auch nichts an Loot. Nicht wirklich. Soll ich da trotzdem hingehen? Ich werde gucken. Da hinten gab es mal eine Godchest, die ist weg. Hier links gibt es einiges an mit nicht Metall, sondern Stein zu farmen. Sehr, sehr viel an Stein zu farmen. Dadurch, dass so kleine aus Ton getöpferte Vasen stehen. Die bringen, glaube ich, Schlag 10. Brick. Ja. Den Brick. Ja, dahin kann man ganz gut seinen Brick voll farmen, das stimmt. Angelstelle. Yunus, ein Rissfisch hätte ich gerne. Cold War habe ich noch nicht gespielt. Nee, tatsächlich. Ich habe es mir nicht gekauft. Ich habe es noch nicht gespielt. Und dementsprechend, ja. Nee. Also, ich habe es auch in der Tat nicht vor, demnächst zu spielen. Also, Cold, meinst du jetzt Cold War wirklich den Multiplayer? Da bin ich, glaube ich, in Sachen Multiplayer. Spielt 2021 doch jemand einen Multiplayer? Also wenn er gut ist, wird man ihn bestimmt spielen, aber ich glaube nicht, dass der Cold War Multiplayer jetzt so richtig gut ist. Zumindest noch nicht. Es ist zumindest noch nicht zu mir rüber geschwappt, dass das ein unfassbar guter Multiplayer ist von Cold War. Ansonsten Warzone warte ich irgendwie immer mal wieder probiert zu spielen, aber ja, hab dann schnell die Lust eigentlich immer wieder verloren. Ich finde Warzone ist ein richtig gutes Spiel. Eigentlich mag ich Warzone sehr gerne. Problem ist nur, wenn ich Warzone spiele, ist wahrscheinlich auch Gewöhnungssache, aber ich kann tatsächlich nichts bauen. Man muss eine ganz, ganz andere Denkweise an den Tag legen. Wenn man Warzone spielt oder PUBG oder was sich fordert, ist ja durch dieses Bauen ist es natürlich das Ausrufezeichen, das ist
Markenzeichen von Fortnite, aber du kannst hier halt immer deine Deckung bauen und in Warzone musst ganz anders irgendwie rotieren. Dich verhalten und dich bewegen und das Aim ist ganz anders. Weiß ich nicht. Ich habe es mir tatsächlich auch schon lange nicht mehr geupdatet. Aber es gibt immer noch viele Leute, die Warzone spielen. Gerne spielen und gut spielen. Aber tatsächlich glaube ich aktuell nicht so Interesse daran, ne? Leider nein. Leider gar nicht. Übrigens, Yunus, ich brauch dich gar nicht für diesen scheiß Rissfisch. Das kriege ich auch alles selber hin. Rissfisch. Ich selber besser hin. Ja, ich werde die MP gleich weglegen, sobald ich noch irgendwas Adäquates finde, was ich auf diesen Slot noch legen könnte. Der Sniper zum Beispiel, die wäre richtig schön. Du hast keine Chance. Das ist, tatsächlich brauche ich dich gar nicht mehr für den Rissfisch. Ich finde den selber jetzt. Ne, kein Lama. Ja, Kobi, das meine ich ja. Es gibt eine recht große Fortnite-Community, aber auch eine wirklich sehr, sehr große COD-Community. Awesome. Ja, das ist jetzt ja, halt verschieden. Soll halt jeder das spielen, was er mag. Aber wo sind die Preisgelder höher? Wo sind aktuell die Preisgelder höher? Ich glaube, die Preisgelder sind tatsächlich aktuell höher in Warzone, oder? Wenn man Warzone Battle Royale competitive spielt. Ich glaube, da sind die Preisgelder aktuell höher. Also, es gibt da glaube ich nicht so Turniere wie in Fortnite von dem Veranstalter. Aber ich sehe teilweise sehr hohe Preisgelder. In Warzone. Ich glaube, also Fortnite hat in Sachen Preisgeldern haben die wirklich sehr viele Gänge zurückgeschraubt. Die haben wirklich richtig schön nachgelassen. Da liegt Call of Duty wahrscheinlich aktuell vorne. Okay, was brauche ich? Nix, ne? Ja, diese Kiste hier brauche ich noch. Nicht alleine. Ah, oh, hier ist noch eine Kiste. Die ist hier wahrscheinlich gar nicht, oder? Tatsächlich nicht, ne? Hallo? Ich muss los! Die Zone kommt doch! Jetzt hier kein Auto steht, ne? Mich aber sehr, sehr. Oh. Oh. Bitte? Covid ist tatsächlich auch wirklich ein großer Nachteil, wenn man tatsächlich immer wieder Fortnite startet, aber niemanden sieht, der da online ist oder der Fortnite selber auch spielt, das ist, da verliert man wirklich irgendwann die Lust durchspielen. Also alleine Fortnite zu spielen macht natürlich immer weniger Spaß. Ist klar. Es gibt auch Solo, gibt es auch kaum noch irgendwelche Aktivitäten. Natürlich kannst du Solo Arena den ganzen Tag spielen, aber das wird langweilig nach einer Zeit.
es gibt auch aktuell Turniere nur im Trio oder im Duo. Von daher, wenn man da alleine ist, hat man wirklich schlechte Karten. Das ist ein bisschen schade. Aber ich kenne das. Wir brauchen hier Prey. Vielleicht nochmal eben das Lagerfeuer anschmeißen. Vielleicht geht's los drauf. Bisschen kalt hier, bisschen wärm. Oh, Robots. Hallo. Oh, nee. Oh, das hätte ich nicht machen sollen. Okay, das Ganze kann mir jetzt mehr Schaden hinzufügen. Deswegen zieh ich Leine. Fuck. Nein, nein, Jungs. Komm, geh einfach weg. Ich fahr nie wieder zu irgendwelchen Bots. Die Bots sind immer noch an mir dran. Holy shit, was? Ach ja. Macht er hier. Ah, alles klar. Oh, shit. Darf man? Nein, darf man nicht. Ich setze mich gleich erstmal mit. Ja. Was ist los bei ihm? Ja, hä? Warum lockt er mir jetzt hier hinterher? Was soll das? Mann, nerv bitte nicht. Hör doch bitte auf zu nerven. Ich weiß halt, dass er gleich irgendwann anfängt zu schießen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Alter. Was ist nicht? Was soll das? Also dieses Spielmodus macht wieder ganz, ganz wenig Spaß. Ganz, ganz wenig Spaß.
Alles klar. Das war's für heute. Punkt. Also, einen kleinen Unterschied merke ich. Das war jetzt gar nicht mal so ein kleiner Unterschied. Sondern das hat jetzt gerade. Also, vielleicht hat man es so gesehen, das hat jetzt gerade wirklich so ein bisschen mehr geleckt. Gut, ist egal. Warum der Typ so weird hinter mir hergelaufen ist, eine Viertelstunde, weiß ich ganz ehrlich nicht. Also, warum er mich jetzt ausgefehlt hat, hinter mir hergelaufen ist, der ist ja wirklich die ganze Zeit hinter mir hergelaufen. Und dann halt zu dem Zeitpunkt, ab dem man schießen durfte, hat er dann auch angefangen zu kommen. Egal. Ich werde jetzt heute nicht mehr spielen. Am Montag spiele ich weiter. Streamung. Hier in Fortnite. Nichts anderes. Tatsächlich war das nicht so clean. War tatsächlich nicht so clean. Zone. 50 Leute auf dieser Zone und ich hab Knowles, GFS. Wenn ich das doch vergleiche mit einem der Runden von vorhin, dieser wirklich anderen Grafik, dieser Handy-Grafik, da hatte ich in diesem Zeitpunkt noch 144. Gut, muss ich das Ganze wohl nochmal überdenken, oder? Muss ich das Ganze wohl doch nochmal überdenken? Am Montag weiß ich mehr. Gut, ich gehe jetzt rüber. Und sagt tschüss. Tschüss. Ja, das ist jetzt gut, egal. Ich weiß nicht. Ich habe 3 Tage. Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag, Samstag, Sonntag habe ich übrigens jetzt Zeit, um mir das Ganze nochmal zu überdenken, um mir da nochmal Gedanken zu machen. Das hat sich nicht so. Also natürlich sah das jetzt schöner aus. Aber ich habe in dem Fall jetzt doch gemerkt, oh, das lässt sich doch gar nicht so viel schöner spielen. Egal, Montag um 22 Uhr geht's weiter mit irgendwas in Fortnite, keine Ahnung. Ich wünsche ein angenehmes, schönes Wochenende. Turniere sieht, glaube ich, nicht aus. Dann morgen diesen Bio-Übungscup, den kann man sich aber auch schenken, weil da passiert sowieso nichts. Außer, ey, kann man sich eigentlich schenken. Das ist prinzipiell dieser Trio-Cup, der morgen stattfindet. Das ist ja, eigentlich als wenn man 10 Runden Trio Arena spielen würde. Genauso stacked werden die Runden sein. Man bekommt ebenfalls nichts dafür. Außer halt Punkte. Ist halt, da verliest du halt einfach keine Arena Points. Das ist der Vorteil oder auch der Nachteil. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bringt dieser Cup morgen nicht viel. Ich glaube nicht, dass da so viel Übung. Dass da so viel Übung durch hat. Bezweifle ich sehr, sehr stark. Gut, bis Montag, 22 Uhr, schönes Wochenende und schönen Abend noch. Tschüss.